Ein herzliches Willkommen hier zu Way of the Hunter. Ja, das zweite Jagdspiel neben Call of the Wild. Ich habe nicht viel Spielzeit in dem Spiel. Way of the Hunter ist quasi der realistischere Teil. Bin auch immer natürlich trotzdem Fan von Call of the Wild, eben weil es schon dort so viel Sachen gibt. Weil ich natürlich auch nicht, sag ich mal, diese Zeit investieren will, um realistisch zu jagen, jetzt dumm gesagt. Ja. Aber dennoch. Da hinten sind Dammhirsche. Ja? 300 Meter circa. Möchte ich mich auch jetzt hier wieder in Way of the Hunter einleben. Es kommt eine Afrika-Map, die möchte ich dann nämlich richtig durchstarten, euch Afrika-Fan, ihr wisst. Und da ist dann schon eh alles gesagt. Jetzt habe ich mich mal für die europäische Karte entschieden. Wann sind sie? Schauen wir mal, wie weit wir reinkommen. Es gibt auch hier ein Herdenmanagement, etwas anders mit Jungtier, Erwachsen, Sternewertung. Kann man sich auch quasi ranzüchten, eine gute Trophäe. Mir ist jetzt einmal nur wichtig, ein bisschen einspielen in das Game. Ich habe gerade mal 15 Spielstunden. Und möchte dann eben in Afrika richtig durchstarten. Ich habe auch ein paar Caller dabei. Ach, kurz Bild der Steuerung testen. Und jetzt einmal ran. Bisschen an die noch. Auf der Karte gibt es Dammhirsch, Rothirsch, Mufflon, Gämse, Fuchs, Wildschwan, Ente, Fasan, glaube ich. Junge, aber. Sollte passen. Sollten wir getroffen haben. Schauen wir mal. Dammhirsch. Man sieht, es ist ein bisschen realistischer, die Bewegungen. Das, der Schuss. Das ist halt schon recht geiler gemacht, als es in Call of the Wild. Aber dennoch, es catcht mich momentan eben Call of the Wild viel, viel mehr. Da wir dann auch gleich hinschauen. Kann sich nämlich auch hier so Punkte machen. Ob ich das sehe, aber oh ja, da steht gut, aber jetzt einmal hier hindern, was rausgeschaut hat. Ach,
Hier wird langsam schwer. Dahin. Sehr schön auf jeden Fall. Also guter Treffer. Erstes Tier liegt. Also das ist unser erster. Erwischt auf jeden Fall. Vorsicht, Jagdwertung, Trophäenwertung ein Einser. Kaufen wir. Gut, holen wir uns den nächsten. Muss ich jetzt nicht finden. Ah, da war der Anschuss. Wollen wir nicht drüber reden. Dann hat's durchputzt. Aus der Nähe. Auch hier einen Jungen raus. Linker und rechter. Gut. Das war jetzt die gute Frage. Jetzt nochmal auf die Stellung. Okay. Sehr wichtig, nämlich auch in dem Spiel habe ich schon bemerkt. So, wo waren denn hier? Gehört haben wir es nimmer seitdem? Schauen wir mal. Mal hingehen. Ich bin zufrieden. Ich habe das irgendwie so beim nächsten Mal alles abgehauen. Irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, ich fange jetzt schon besser an auch. Natürlich sagen. Vorteil freigeschaltet. Leichtfuß. Ja, also wir werden heute mal jetzt in Europa jagen. Nächstes Mal werden wir dann in Amerika jagen. Ansonsten eben bis die Afrika-Map da ist, wenn wir da so ein bisschen durchswitchen halt.
Nehme ich an. Kann Mucks machen, die auf jeden Fall mehr. Oh, 240 Meter, weiblich. Als ob der Männchen. Oh ja, Männchen müsste dabei gewesen sein, hat er auch gehört. Hinter einer Kuppel. Anhörung. Mein Dings ist gerade ausgegangen, mein Headset. So, ich habe aber einen nicht locker. Das ist das Männchen in schlechter Verfassung. Wir holen uns da den schlechten raus. Ja, 200 Meter. Anschießen. Da müssen wir ein bisschen raufgehen jetzt auf 100. Wie groß ist es da jetzt eh nicht abgesprungen? Das heißt, da haben wir schon einen Wasser rausgejagt. Goldschakal gibt es ja auch. Bin gespannt, wo ich den getroffen habe. Gefühlt habe ich eigentlich nur den Lungenflügel erwischt. Vielleicht war ich dann doch etwas tiefer als erwartet und habe genau ins Herz. Wäre natürlich nice. Hauptschlagader getroffen. Ja. War viel zu hoch oben. Das Rückgrat, das war eigentlich das Todesdings. Dann. Sieht man halt nicht. Der Hals sein und ja. Gut. War ein Eins auf jeden Fall. Weiter geht die Reise. Hier ins Unbekannte. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch was ergattern. Jetzt genau Windrichtung auch nicht schlecht. Wir werden ein bisschen umkreisen da.
genau wieder hinter dem Felsvorsprung. Hinter den Hügel. Felsvorsprung. Goldschakal. Schauen wir mal, Rotisch hätten wir jetzt eigentlich schon. Also, eventuell nehmen wir den Goldschakal. Das ist halt ein schwierigeres Ziel auch. Oh. Erschrocken, ja gut, dann haben wir jetzt eh nochmal die Wahl. Goldschakal. Ja, habe ich nicht geachtet, aber logisch eigentlich. Bin hinter dem Hügel gestanden. Bedürfnisgebiet Dammhirsch. Da hat uns noch gar nicht gewittert. Ja? Da haben wir, glaube ich, noch schön was bekommen jetzt. Schön. Goldschakal 1. Natürlich mit einer zu starken Waffe. Ich habe jetzt keine nämlich mit. Scheint der erste, auf den ich erlegt habe. Trophäenwertung 1. Und dann noch den hier. Ja, nächste Reihe führt uns dann nach Amerika auf jeden Fall. Ich bedanke mich jetzt schon wieder fürs Einschalten. Und hoffe, ihr habt auch hier Spaß beim Zusehen. Bis dann, macht es gut, haut rein. Noch ganz kurz, ob das was ist, eingebildet hab. Ja, da ist nichts. Gut, dann bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao, Papa. Danke.